Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Alien Isolation. Die sechste, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir müssen jetzt das Medkit finden für unsere gute Freundin, die verletzt ist. Und ich habe jetzt mal wieder ein bisschen ein Punkt vorgespielt. Und habe hier noch einen Safe Point gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang, da ist das Medkit. Genau. Also falls wir sterben, ist alles gut. Wir haben hier gespeichert. Sollte also kein Problem sein. So, hier ist das Medkit. Das wir nicht nehmen können. Das explodiert jetzt. Das hat er gehört. Mal wieder. Kann ich nochmal neu starten? Aktuellen Speicherstand, ja. Weil ich kann ja erst hinten rumgehen, dann diese alles Mögliche da aktivieren. Der holt jetzt erst hier hin. Kurz warten, bis er nämlich rechts von mir ist, dann gehe ich da hinten rum. Guck kurz beim Computer durch, nach Informationen, gehe dann wieder hier rum, um dann das Medkit zu holen. So, der hat sich jetzt natürlich ein bisschen blöd verkrochen. Geh bitte rechts von mir, ist ja nett. Nicht links, weil wenn du links bist, ist das schwierig für mich. Egal, wisst ihr was? Wenn der jetzt sich näher kommt. Und von da. Ah, der spukt hier mit. Der spukt mir jetzt zu sehr rum. Da gehen wir schon nach rechts. Da ist sicher. Und da hinten ist gut. Da hinten ist ganz gut. Mache ich mal kurz hier auf dem Weg zurück, um einmal kurz den Computer dadurch zu sehen. Und dann gehen wir wieder hier außen rum, um das Medkit zu holen. Ich hoffe, wir müssen dieses Feuer da nicht nochmal aktivieren. Mir letzte Feuer alles genommen. Ich gehe jetzt immer mit Bewegungsmelder. Kein Schritt mehr ohne. Noch nicht rausgekommen. Oh, Scheiße. Ich gehe erst raus, wenn er wirklich weit weg ist. Er ist über uns. Also mich halt frage, ob er auch wirklich jetzt in dem Moment schon rauskommt oder erst, sobald ich das Feuer da triggere. Okay, er geht weg. Kann er nicht mal wegbleiben? Scheint ja nicht. Oh, er wartet da.
erwartet. So langsam. Nee, ich verstehe es immer noch nicht. Also, ich verstehe das Alien noch nicht. Außer, dass es sehr gerne Angst einjagt. Aber machen wir es so eben. Schnell. Was macht er denn? Hä? Hier Lingard, medizinische Offizierin Sevastopol Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Oh. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Ja, gut. Oh, es hat es wohl gehört. Okay, jetzt kommt das Medkit. Das habe ich aber schon gesehen. Muss ich jetzt schon außen rum. Okay, also diese Dr. Lingard. Ah, okay, verstehe. Ein wenig. Dieser Parasit, das ist doch diese komische Krabbe. Mischung aus Krabbe und Spinne. Der muss einfach nur jetzt rechts von mir sein, das wäre gut. Oh, er ist unten. Ich höre es, weil er stampft und nicht rumkriecht. Ist natürlich belastend. Er ist hier unten. Oh, da ist er ja. Moin. Steht direkt vor der Tür. Ach, Mann, ey. Wir kommen hier nicht raus, wir sind hier. Okay, er ist weg. Er schleicht da hinten rum. Nein, hier ist niemand. Okay, er dreht jetzt seine Runde. Er dreht jetzt eine Runde. Sprich. Thank you.
Okay. Lass mich mal ganz kurz eine Sache machen. Oh, da vorne ist er ja. Da rein? Kommt er rein? Nee. Gut. Okay. Die Sache ist halt nur, dass er extrem nervig ist. Ah ja. Oh fuck. Oh fuck. Ist doch nicht zu fassen. Man kommt hier nicht vorbei. Läuft jetzt immer im Kreis, also so Halbkreise, weil wenn ja, kommt er ja gleich wieder zurück. Läuft jetzt wieder hier vorbei. Ja, Rauchen untersagt. Ich habe schlimmere Probleme. Der läuft hier tatsächlich eine feste Route ab. Das heißt, als nächstes würde der hier reingehen. Wirklich eine feste Route ab. Das heißt, ich speichere jetzt nochmal. Eben. Dann, falls ich jetzt nämlich sterbe, muss ich nicht nochmal das Ding angucken. Oh, da werden die Knie echt weich. Ist doch ein Medkit. Operationssaal, wie soll ich denn da hinkommen? Hoffe, ich komme jetzt nicht entgegen. Ich muss da rein. Wait, was? Steht direkt hinter mir. Wie soll ich bitte da zur Leiter kommen? Warte mal. Geht denn nirgendwo rein? Oder, oh, da wo er lang geht. Ja, okay, da gibt's Sinn. Ah. Gehen wir schon wieder raus. Ja, okay. Das ist. Oh. Bleibt wieder gut stehen, wetten und dreht wieder um. Komm, dreht wieder um. Ja, okay. Das erfolgt Muster. Links, geradeaus, hier rein, rechts. Dann wieder zurück, links. Aber ich glaube, je öfter.
diese Todesszene kommen lässt, so weniger erschreckt man sich. Wie soll ich das denn machen? Jetzt geht er den Gang. Geht er noch da? Als nächstes müsste er hier reinlaufen. Wait, was? What the fuck? Der wurde direkt über mir angezeigt. Kann doch nur ein Trick sein. Ist auch ein Medpack, aber alles leer. Hä? Ich stelle sich vor, dass ich da hinkomme. Da ist noch eine Tür. Also noch eine zweite. Finden Sie die Schlüsselkarte. Wo kann die sein? Ich glaube, ich weiß wo. Wartet mal. Wo ist denn dieser Mensch, der hier vorhin da rumlag? Naja, ob ich den schon durchsucht habe? Ihr Fett hat er die ja. Ne, hat er nicht. Wo soll das sein? Okay, er kommt runter. Wo soll denn hier bitte eine Ausweiskarte sein?
verstehe nicht. Ja, ja. Haben wir zufälligerweise noch ein Geräuschmacher? Er haut ab, okay. Also, wenn hier keine Karte, wir müssen die Karte finden. Aber hier ist auch nichts. Doch, wobei, Personalkombüse, wartet mal. Er ist wieder unten. Ja, wo soll diese verdammte Keykarte sein? Ich raff's nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Wenn wir jetzt mal wirklich logisch vorgehen, hier war nichts. Dann muss sie das in ihrem Büro haben. Wir müssen jetzt hier runter. Okay, er hat da hinten aus. Ist ja auch nicht mehr. Vielleicht zeigt der Computer uns irgendwas. Hier war nichts, da war nichts. Warte, was ist? Oh. Zugangscode. Oh. Ja.
Also wie es scheint. Okay. Wie scheint es hier irgendein Code. Stand aber auch nichts. Das ist natürlich frustrierend. Das heißt, wartet. Wenn da jetzt doch noch ein Computer ist. In einen der beiden Räume. Also in einen der beiden Räume ist noch so ein Terminal. Bedeutet, in einem steht der Code, womit ich in den Raum rein kann, wo vielleicht dann die Schlüsselkarte drin ist. Puh. Vorsichtig und mit Bedacht. Ist das schon mal nicht. Okay, da ist ein Computer. Gut, Leute. Ich hoffe, wenn ich den Code habe, speichere ich sofort. Wenn zur Not starten wir sowieso wieder hier. Gut, wir brauchen nur einen Code. Äh. 2505. Karte. Samuels, bin schon unterwegs. Zwei, fünf, null, fünf. Gut, einmal in den anderen Raum. Oh Gott, und jetzt soll ich hier. Hier ist alles im Eimer, Samuels. Nein. Ist da wer? Bitte, lassen Sie mich einfach allein. Ich werde Sie erschießen. Ich werde Sie erschießen, wenn ich muss. Hey. Ja. Nehmen wir es auch gleich mit. Zumindest haben wir jetzt den Code. Das bedeutet, wir müssen also vielleicht links herum. Auch gut zu wissen. Dann nehmen wir einfach mal den anderen Weg. Ist alles im Eimer serviert. Okay, wir müssen jetzt einfach alles durch mit einem. Nee, für Medikit durchsuchen. Und er sagt, das ist ein direkter Raum daneben. Okay. Gut zu wissen.
Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transit. Oh, fuck. Station beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ja. Fragst, wie kommen wir da jetzt hin? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen kurz zurück und speichern nochmal. Gehen kurz zurück und speichern, dass wir das Map-Kit haben. Das nächste Mal dann einfach nur dahin zurück müssen. Das wäre es dann auch für die Folge. Das Spiel macht einen Kirre, aber sowas von. Hauptsache, ich kann überhaupt speichern. Upp, können wir. Gut. Wir haben jetzt das Medkit. Das heißt, nächste Folge gehen wir zurück, um Taylor zu retten. Aber fürs Erste, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.